Name your game. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part vom Spiel Lunch Lady, die böse Lady, die uns immer in der Schule verfolgt, wenn wir ein paar Testzeiten klauen wollen. Und heute ist mit dabei der liebe Ressler Basti. Moin. Moin, da hatten wir direkt. Genau. Pizza steht auch schon bereit. Nice. Pass auf die Rohre auf. So, was ist das für eine Map? Kannst du uns das nochmal sagen? Die allererste Map besteht aus zwei Abteilen. Hier gibt es drei Schlüssel, Cafeteria, Pool und Nurse Room. Oh, ich habe direkt einen Schlüssel. Nice. Und das ist jetzt auf Hard. Das ist die zweite Schwierigkeitsstufe. Wenn ihr euch fragt, was wir alles noch spielen, wir spielen alle vier Maps in allen drei Schwierigkeitsstufen. Und wir haben auch den Nurse Room Schlüssel und ihr seht hier schon, da gibt es Rohre. Wenn ich da jetzt reinlaufen würde, dann würde es mich verbrennen. Deswegen müssen wir hier schon ein bisschen besser aufpassen. Das ist ein altbekanntes Medkit. Läuft unten lang. Okay. Geht, glaube ich, nach oben. Nurse Room habe ich. Wir können übrigens die Rohre auch verschließen. Das ist ein Vorteil. Dann haben wir natürlich freien Weg und können uns frei bewegen. Das ist die vierte Page. Sehr schön. Die ist unten. Ja, steht in meinem Raum. Ich glaube, sie kommt zu mir rauf. Sieht so aus. Wir verstecken uns ein bisschen. Ja, ich bin tot. Hast du ein Medkit? Ja, Medkit habe ich. Ja, das Problem war, dass auf der anderen Seite der Dampf war. Bist du schon in der Cafeteria? Nee. Was, nee? Ich bin gerade unten im Raum, ich habe gerade die Rohre verschlossen und höre sie. Ja, die läuft gerade zur Cafeteria oder Pool. Ich gehe jetzt noch auf die andere Seite. Läuft die in Pool? Noch eine Page. Wir haben schon 5 von 10 Pages. Das ist sehr gut. Cafeteria oben ist noch nicht geöffnet. Nurse Room hast du auch noch nicht aufgemacht. Nee, mache ich gleich. Wir springen. Hier ist noch ein Medkit. Das eignet sich hervorragend. Tür hat in der Ecke und war drauf, dass sie aus der Cafeteria rausläuft. Unten ist alles durchsucht, oder nicht? Ja. Nurse Room fehlt halt noch. Ja, mach ich gleich. Wir haben hier den Nurse Room. Komm zurück. Und anschließend brauchen wir nur noch den Cafeteria raus. Ja. Versuch, kein Lärm zu machen. Ich glaube, sie kommt zu mir. Cafeteria unten ist auf. Boah. Fast da reingelaufen. Die Rohre in Cafeteria verschließe ich gleich. Check nur noch hier ein bisschen was ab. Hier ist oft ein Schlüssel. In dem Fall nicht. Rohre sind oben in der Cafeteria. Nice. 8 von 10. Das heißt, wir benötigen nur noch einen Poolschlüssel und 2 Pages. Ja, sie hat mich gesehen. Ich muss weg und ich bin tot. Weil ich nirgends hin kann. Ja, ich habe ein Medkit. Alles gut. Kannst weitermachen. Wenn einer stirbt, übrigens, Leute, ist das gar nicht so schlecht, weil der andere hat freie Fahrt. Gerade wenn man zu zweit spielt. Man sollte natürlich nicht zu oft sterben, aber wir haben schon gesehen, manchmal geht das ganz, ganz gut. Ich heile mich hier also hoch. Hoffe, dass ich hier... Hier habe ich noch ein Medkit gefunden. Und das ist auch der... allseits gesuchte Poolschlüssel.
Das heißt, wir werden hier eine Page noch suchen und dann haben wir's. Medkit oben. Medkit unten habe ich. Oben Hafterier. Ich verschließe die letzten, obwohl Poolrohre fehlen auch noch. Schaffe ich das noch? Hier sind noch einige Medkits. Ja, mach mal. Ah! Hast du eins, ne? Schon. Ja. Es liegt auch eins direkt neben mir. So, wir sind jetzt bei der letzten Page. Wo könnte die sein? Ja, Pool irgendwo. Ja, bin ich schon. Safe. Die läuft oben noch lang. Gehen jetzt erstmal hoch. Ich rate jetzt einfach ein bisschen. Ich heile mich hoch. Sehr schön. Hier ist nix. Könnte hier sein. Und da haben wir sie. Richtig geraten. Das ist auch ein bisschen Erfahrung. Jetzt haben wir 10 von 10. Das heißt, wir könnten rausgehen in einer sehr, sehr guten Zeit, wie ich finde. Was ist tot. Hier? Ist egal. Also, Leute, wenn ich jetzt rauskomme und mein Mate, also Basti, tot ist, ist es auch ich nicht so noch schlimm. Ich hab noch Medkit ist sonst auch im Poolbereich. Ich stürme zum Ausgang mit den 10 Testseiten und dann haben wir's. Was ich noch nicht wusste ist, wenn man noch nicht alle Rohre verschlossen hat, die werden anscheinend verschlossen, sobald alle 10 Seiten eingesammelt wurden. Das ist ja sehr, sehr praktisch. Ja, ich wollte gerade nochmal die Rohre verschließen gehen und wurde dann einmal gedownt, Alter. Ich renn runter. Ja, ich bin dann beim Ausgang. Warte auf deine Freunde. Hier ist er. Lass uns zusammen durchgehen und yo. Nice. Sehr schön, Leute, ganz, ganz kurz, nur 6 Minuten 41 für Higgins Swimming Hall auf Hard, das war ja cool und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn die nächste Map gespielt wird, auf Hard. Jetzt haben wir Higgins gespielt und danach lasst euch überraschen, was kommt, bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.